Zunächst einmal müssen wir kurz festhalten, über was wir hier reden, wenn wir über Organisationen reden. Wir alle kennen unterschiedliche Organisationsformen wie Unternehmen, Parteien, Kirchen oder Universitäten, die unterschiedliche Ziele haben mögen und doch über eine entscheidende Gemeinsamkeit verfügen. Sie reproduzieren sich selbst über Entscheidungen. Das heißt, sie verhalten sich zu Fragen wie, was machen wir hier eigentlich, wer macht mit, wer macht was, wie machen wir bestimmte Dinge. All das muss in der Organisation entschieden werden und schafft im Prozess des Entscheidens neue Voraussetzungen für anschließende Entscheidungen. Um jetzt mit der permanenten Unsicherheit bei jeder neuen Entscheidung umgehen zu können, bezieht sich die Organisation auf die Vielzahl vergangener Entscheidungen und greift so auf Prämissen zurück, die sie selbst im Laufe ihrer Geschichte eingeführt hat. Sie erinnert sich also an bereits getroffene Entscheidungen und muss dafür gleichsam in der Lage sein zu selektieren, das heißt bestimmte Entscheidungen ein, aber vor allem auch auszuschließen, denn keine Organisation kann alle in ihr getroffenen Entscheidungen permanent verfügbar halten. Eine Organisation muss also vergessen können, um erinnern zu können, und sie muss erinnern können, um entscheiden zu können.